Ja, hallo, herzlich willkommen hier zurück. Let's Play Blackguards mit mir, Elo. Und wir sind hier immer noch in der Höhle der Zwerge. Habe ich überhaupt Geld, um mit dem Händler zu dingsen? Ja, 52 Dukaten habe ich tatsächlich. Können wir eigentlich mal gucken, dass wir wenigstens ein paar Leuten ein bisschen vernünftigen Kram kaufen. Zum Beispiel so einen großen Lederschild. Ein Wurfspeer nicht, Jagdpfeile auch nicht. Weil irgendwas muss ja eigentlich noch kommen. Ist denn jeder vernünftig ausgerüstet? Mit den Sachen, die am besten können? Sieht so aus. Dann kriegt Naurim jetzt noch den Lederschild hier. Kaftanhose und so haben sie auch alle. Dann können wir den Rest eigentlich hier mal verkaufen und uns bereichern an den Dingen, die die Zwerge hier uns dagelassen haben, und versuchen hier mal zum... Ach, ich hätte mich nochmal heilen sollen. Ich hab ja kein Proviant. Okay, gut. Mal gucken, was uns hier noch erwartet. Auferstanden von den Toten. Meinen Glückwunsch, ihr seid weitergekommen als die meisten. Bereit für die letzte Runde? Mano a mano? Oder gebt ihr auf und geht mit leeren Händen? Verflucht den Tag, an dem ihr dieses Spiel erfunden habt. Das sehe ich aber auch so. Okay, na, zwergische Armbrust. So, was haben wir denn? Wir haben hier so Deckungsdinger. In der Mitte so Knüppelteile. Dreckiger Hund! Takarte, sehr gut. Je schneller wir den einen Zwerg los sind, umso besser. Und eine Wunde. So, hier vorwärts. Wird wahrscheinlich nur ein kleiner Flammenstrahl rauskommen. Naja, würde ich dann vielleicht doch eher in einen Armatrutz investieren. Hält halt nicht lange, aber... So, und da kann ja jemand gerade nicht zaubern. Ja, da war ja was. Ich hoffe, wir sind da weit genug weg. Schon mal fies, dass das Ding nicht angezeigt war. Klingt doch gut, nein. Dreckiger Hund! Zwerg auf alle Fälle ganz gerne jetzt so umlegen, irgendwie. So schnell wie möglich. Nochmal eine 10, dann hat er noch 11. Und noch 5. 5. 5 ist zu viel. Jetzt sind da doch bestimmt Dings. Ein Heiltrank oder so. Der hat doch bestimmt sowas Fieses dabei wie ein Heiltrank. Ja, sehr gut. Für Angriff! So, dann bejuckeln wir doch mal hier den Zwerg. Machen wir kurz das runter. Aber den Armbrustzwerg haben wir auf alle Fälle gut eingekreist.
heißt. Ja. Das wurde einfach von allen Seiten verfolgt, würde ich jetzt mal sagen. Das wäre zumindest mein Plan. Jetzt hilft uns aber das Fass, glaube ich. Euch alle. 50%. Ja, dafür, dass wir den nicht so richtig gut treffen, treffen wir den eigentlich ganz gut, ja. So, was haben wir hier? Erschwert die Parade. Ja, erschwert die Parade ist gut. Pariert nämlich ganz gut da, der junge Mann. Noch ein Held. Also, gar nicht wissen. Ich glaube, mehr als 4 kann er nicht haben, oder? Sauber rankommen. Ich mache auf mit 15. Ja, 55 ist zu wenig. Dann nehmen wir die normale. Ja, auch wenn das immer nur so 5 sind. Geht er zu Boden. Naja. Zum Glück waren das nur 2, ey. Aber das nehmen wir natürlich alles mit einem Metallschild. Hm. Okay, das war ja überschaubar, sag ich mal. Oh, werden wir jetzt noch überfallen? Das wäre schlecht. Da hätten wir vorher vielleicht noch mal rasten sollen. Welche Freude! Aha. Da kommen die Täubchen einfach zu mir zurückgeflogen und haben Zuwachs bekommen. Rechtswahrer Laska. Was macht ihr hier? Wer sind diese Leute? Keine Sorge. Ihr werdet noch Zeit haben, euch kennenzulernen. Auf dem Scheiterhaufen verbrennt sie alle. Ich hab nicht gereckt. Okay, da sind nochmal 4 Bogies. Boah, das ist eigentlich keine Chance, diesen Kampf zu gewinnen. Aber da würde ich mich sogar schwer tun, wenn nochmal 4 und alle mit Armbrust. Boah, nee. Ich glaube, der Kampf ist sogar hart, wenn man ausgerüstet ist. Mal laden.
letzter Kampf. Warte mal, was war denn das hier? Autosave. Okay, hier war das irgendwo, ja? Ich würde sagen, wir rasten erstmal. Jetzt unsere Sachen wieder? Ja, okay, und dann sehen wir uns erstmal um. Nee, muss ja den Helm auflassen. Wir trauen ihr ja nicht. Das wird sich übrigens noch rächen. So, erstmal jeder die Lederstiefel. Das Kettenhemd ist auf alle Fälle klar. Das geht hier zu unserem zwergischen Freund. Genauso wie Kettenpanzer, Beinlinge. So, dann haben wir hier so einen verstärkten Holzschild. Der macht denn dieser Metallschild hier, den wir hier gefunden haben? Haben wir hier auch mit so Lederharnisch. Lederharnisch würde ich sagen, haben wir hier getragen. Hier waren Lederschuhe. Zauberhands Zauberstab geht an Zauberhand zurück. Beinlinge und hier einen Lederhelm auf. Klaviatur und Beinlinge. Hier sind noch Lederbeinlinge. Panzer, okay, der Lederhamsch ist also für wen anders. Haben wir nochmal einmal Lederbeinlinge. Haben wir nochmal eine Schandmaske. Das sind die ganzen Kaftan-Sachen. So, Beil. Plus 4, mit Attacke 19, das ist genau gleich, auf alle Fälle. So, hier ein meisterlicher Heiltrank. Wer hat denn noch keine Lederstiefel an? Ja. Muschelgürtel. Mal hier hin. Trinker. Die Kahnglas durch hier hin. Das ist natürlich gerade ein bisschen Perlen vor die Säue ist. So, ein Lederhelm, genau, das ist der Lederhelm, den sie normalerweise trägt. Trägt Elo den jetzt erstmal. So, Naurim kriegt seinen Lindwurmschläger wieder. 8 bis 13. Elo hatte immer den Fratzenstab, glaube ich. Natürlich noch ganz viele gewöhnliche Gürtel. Also wie stumpfe Bolzen und so. Brauchen wir eigentlich alles gar nicht. Na, eigentlich Naure mal, ne, vielleicht hier mal einen. Und dann noch ein paar Heiltränke verteilen. Das schadet auf alle Fälle nie. Um mal einen Heiltrank dabei zu haben. Haben wir noch einen Mana-Trinker? Aber Trinker haben wir auch noch ein paar. Der hat ja auch einen schon. So, Lederschild, verstärkter Holzschild. Das. So, hier könnten wir noch ein Lederschild anlegen. Oder ein verstärkter Holzschild. Parade 11, 9, 8. Initiative minus 1. Nehme ich lieber den verstärkten Holzschild. Ne, ich nehme den Lederschild, dann sind wir früher dran. So,
also erstmal gespeichert. Ich bin irgendwie nach hier oben gegangen. Probieren wir jetzt da runter zu gehen. Gut, nach Drolasch kommt man auf alle Fälle. Nur wenn man weiter in den Norden will, wird man hier gleich angegriffen. Das kann ich nicht gutheißen. So eine Wirtin. Jederzeit wieder. Die Götter zu. Also machen wir uns erstmal ein bisschen leerer, würde ich sagen. Wir brauchen keinen Degen, wir brauchen keine Armbrust. Kampfstab nicht. Bolzen nicht. Metallschild haben wir uns auch dagegen entschieden. So, Leder. Wir haben noch ein Lederharnisch. Ledermantel, Lederharnisch. Stich 30. Hier ist noch der Kaftan. So, dann kann der Gürtel weg, der Gürtel weg. Wenn wir nämlich neue bekommen, der kann weg, der Dreispitz kann weg. Der Holzstück kann weg. So, der Kaftan, der Kampfstab, Gürtel, Speer, Dolchkeule. Und dann sind wir nämlich auch schon nicht mehr überladen. Was ist der? Der Buckler kann eigentlich auch noch weg. So, was ist mit diesen... Ah, Karim, das gehört zu Karimas Helm. Na dann, würde ich sagen, ziehen wir die doch mal an. Was ist? Verkaufen lieber die Gladiatorenhandschuhe. Was ist? Hat der noch irgendwas Spannendes? Sichel, Dreispitz, Kaftan. Und auf einmal ganz viele Kaftan zum Angebot. Wo die nur herkommen. Also richtig hochtrauen tue ich mich da gerade nicht. An Wobran vorbei. Das wäre hier schon ein bisschen größere. Hereine zum. So an der. Das an haben. Kleine Schrein. Noch was an den hängenden Gärten. Ich glaube nicht, ne? Das Einzige, was schlimmer ist als ein Krieg mit Al-Anfa, ist Frieden mit Al-Anfa. Dem stimme ich vollkommen zu. Wir möchten etwas... Also Lehrmeister. Keinen Lehrmeister. Okay, da haben wir aber eigentlich nicht ausreichend, um da Sachen zu holen. Hoffentlich trampelt nie... Okay. In Drohl. In Drohl ist nichts los. Jetzt eigentlich komplett zurücklaufen, wieder bis nach Mingbilla? Ja, das ist ja cool. Weil dann finden wir ja die restlichen Teile von dem Chorspieß ja vielleicht doch noch. Was sagt denn nee, nicht unser Proviant, unser Dings, sondern unser Questlog eigentlich? Questlog, da, Entschuldigung. Laufende Quest. Also wir haben noch die Pilgerpfade. Genau, die Aderlaster, das Schwein. Und dann müssen wir weiter nach Neta. Wenn wir jetzt weiter nach Neta gehen, dann werden wir überfallen. Will aber nicht überfallen werden. Die will nicht auf dem Scheiterhaufen enden. Habt ihr eine Münze? Mein Freund, wo ist der? Mein, wo ist der? Kommt. Ihr seid jederzeit. Ich bin also jederzeit willkommen. Also richtig coole Sachen kriegt es bei dem auch nicht. Gibt es noch gehärtete Lederstiefel? Sind gehärtete besser als nicht gehärtete? Hat schon jeder gehärtete. Das hat auch schon jeder gehärtete. Okay. Ich hab nichts gesagt. Ich hab meinen Charakterbogen nicht immer vor mir. Aber auch nicht so richtig was, wo jetzt massiv Quests rausfallen könnten. Was gibt es? Na, hier haben wir uns ausrüsten lassen, genau. Das war normale Händlerin, ne, ist nicht
ist nichts, sag ich mal. Okay, dann würde ich sagen, dann kümmern wir uns jetzt einfach in der nächsten Folge um den Frieden, den Rechtsbewahrer. Ich will nicht. Geh mal noch schnell nach Drainage. Da ist noch irgendwas. Ist wieder so ein Fight, wo man erstmal einen Gear-Check sozusagen, ja. Ja, ist nirgendwo was. Auch wahrscheinlich in dem Ort direkt daneben. In Velvan ist wahrscheinlich auch nichts. Ne, nichts Senior. Außergewöhnliches. Die Gött. Das kann die Hure auf dem. Da hat aber jemand böse geredet. Brandbolzen. Na, hier gibt's ein Zauberbuch, aber ist mir zu teuer. Für einen Spell, der eigentlich so lala ist. Na gut. Okay, dann probieren wir es in der nächsten Folge mit dem Rechtsbewahrer mal aus. Schönen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.